Ich danke herzlich für die freundliche Einleitung. Dieses Büchlein, das ich da geschrieben habe, darf ich aber gleich anschließen. Damit habe ich auch Widerspruch geweckt. Also ich werde im Herbst in Innsbruck darüber diskutieren müssen, weil in der ersten Hälfte dieses Buches bestimmte Thesen, die in Innsbruck gefördert werden, also angegriffen worden sind. Aber ich denke, wissenschaftliche Diskussion gehört zu unserem Geschäft und insofern bin ich eigentlich ganz erfreut, in diese Diskussion auch in Innsbruck eintreten zu können. Meine Damen und Herren, Opfer ist für uns in der Regel ein höchst belasteter Begriff und Ausdruck. Ich habe mir kürzlich erzählen lassen, auf den Schulhöfen kann es sein, du bist Opfer. Du bist also irre oder daneben liegend oder nicht ganz da. Mir ist immer sehr daran gelegen gewesen, den positiven Zugang zum Opfer klarzulegen. Und deswegen habe ich auch dieses kleine Büchlein geschrieben, Die Revolution des geistigen Opfers. Kürzlich hat Guy Strumsa, Professor für monotheistische Religionen in Oxford, ein Buch publiziert über das Ende der Blutopfer und das fortan alleingültige geistige Opfer. Das betrifft genau unser Thema, betrifft ganz zentral die christliche Opferauffassung. Strumsa bezeichnet diesen Übergang als große Mutation. Ausgelöst worden sei der Umgang durch einen rein äußerlichen Zwang, nämlich durch die Zerstörung des Jerusalemer Tempels als des für die Juden einzig legitimen Ortes der Blutsopfer. Daraufhin hätten sowohl das Rabbinertum wie auch das Christentum nur noch das geistige Opfer praktizieren können, nämlich Gebet, Fasten und Almosen. Zur Erläuterung. Zur Zeit Jesu sind am Paschafest Tausende von Tieren im herodianischen Tempel geschlachtet und auf dem Altar verbrannt worden. Also wer Jerusalem kennt, der Teich des Bethesda, das war das große Wasserreservoir, um das Blut auf den Tempelaltären wegzuspülen. Eine geradezu unvorstellbare Kumulation. Ähnlich in Rom. Ich habe es heute Nachmittag schon kurz angedeutet. Bei meinen letzten Rombesuchen bin ich immer zuerst zur Ara Pacis gegangen. Augustus, der große Friedensstifter im Reich, errichtet einen Altar, auf dem jedes Jahr ein Stier geopfert wurde. Ein Stier, blutig. Augustus selbst steht in der Reihe der Opferpriester. Und hier in Wien oder auch ich aus dem Rheinland, in Köln, in Xanten, in Trier, riesengroße Opferpodeste, größer als dieser Saal, mit jährlichen Blutopfern. Für die kapitolinische Trias von Rom blutige Opfer, Stiere geopfert, verbrannt. Erstaunlich. Wie erklärt man eigentlich das Blutopfer? Wie ist es dazu gekommen, dass man Tiere geschlachtet hat und das Blut auf dem Altar ausgeschüttet und damit geopfert hat? Eine der vielen Erklärungen lautet, der Mensch habe in der Tierwelt Fressen und gefressen werden erlebt. Wer jemals gesehen hat, wie eine Katze mit der Maus spielt, der ist erschüttert. Ein Beispiel übrigens, das Robert Spähmann anbringt, die Katze weiß nicht, was sie der Maus antut. Wenn der Mensch einen Menschen tötet, weiß er, wenn er nicht total abgestumpft ist, was er tut. Ob er quält und wie er quält. Lässt ihn das einhalten. Nach den schrecklichen Opfern des 20. Jahrhunderts haben wir Zweifel. Der Mensch kann also immerhin die Grausamkeit des Vernichtens und Tötens abschätzen, nachempfinden und sich davon enthalten.
Es habe den Menschen tief erschrocken, dass er, um leben zu können, töten müsse. Also selbst der Sammler und Jäger hat ja Früchte gesammelt, getrocknet, aufbewahrt, Körner gemahlen, Brot gebacken. Man hat inzwischen errechnet, im Übergang zum Jägertum, wie viel intensiver die Nahrungsaufnahme wurde, als der Mensch Großtiere töten konnte. Also da in Braunkohlengebiet bei Helmstedt, da irgendwo im Norden Deutschlands, da sind die ältesten Speere hervorgekommen, die aus der Menschheitsgeschichte überliefert sind, 400.000 Jahre alt. Speere, die Spitze im Feuer gehärtet, das älteste Instrument, Großtiere töten zu können. Wenn der Mensch mit Hilfe solcher Speere Großtiere töten konnte, konnte er natürlich auch Menschen töten. Deshalb sagen manche Leute, die also so größere Geschichtszusammenhänge konstruieren, die sagen, in dem Moment, wo der Mensch seine Nahrungsbasis profitabel erweitern konnte, indem er Großtiere tötete, musste er die Aggressivität gegen die eigenen Artgenossen zugleich zügeln. Es gibt Religionshistoriker, die sagen, dass der Mensch überlebt hat, ist ein großes Wunder. Ein Wunder, das sich nur dadurch erklärt, dass der Mensch seine Aggressivität gegenüber den Mitmenschen so weit zu zügeln vermochte, dass die Menschheit weiter existierte. Nun, den Menschen hat es tief getroffen, Tiere töten zu müssen. Der Mensch hatte, und das ist ein ganz moderner Gedanke, der Mensch hatte offenbar dabei das Empfinden, das Gleichgewicht des Kosmos zu stören. Er hatte das Empfinden, die himmlischen, die Götter, die Hüter der Schöpfung, damit auch der Großtiere, herauszufordern, indem er Großtieren das Leben nahm. Daraufhin, so sagen manche Religionshistoriker, hat der Mensch angefangen, eine Unschuldskomödie zu spielen. Wir nehmen den Tieren gar nicht das Leben. Das Leben ist im Blut, das ist eine universale Vorstellung. Das Blut geben wir den Göttern zurück, indem wir es auf dem Altar ausgießen. Das Fleisch kann man dann essen. Und eine weitere interessante Variante, die Knochen des Opfertieres müssen zusammenbleiben. Dann kann man das getötete Tier wiederbeleben. In der keltischen Religion Beispiele dafür. Und wenn Sie auf der Arapazis oder auch an barocken Wehrgehängen auf einmal Stierschädel sehen, dann ist das noch die alte Erinnerung daran, die Knochen der Opfertiere werden aufbewahrt, dann ist ihnen nicht das Leben genommen, dann können sie sogar wiederbelebt werden. Also, die Menschen haben Scheu, Tiere zu töten, sie entschuldigen sich, nein, das Leben, das Blut geben wir den Göttern zurück, wir nehmen nur das Fleisch, um davon zu leben. Ein bemerkenswerter Gedanke. Der Züricher Althistoriker Walter Burkhardt hat diese Deutung vertreten. Er hat aber auch noch eine zweite Deutung vorgebracht. Das Erschrecken ob möglicher Vernichtung von Leben führte zu einer weiteren Einsicht, dass nämlich der Mensch ein geistiger Anthropophage sei. Also geistig Menschen esse. Während neugeborene Tiere nach Tagen, Wochen, Monaten, allenfalls nach einem Jahr, so die Schimpansen, von ihren Erzeugern lösen und oft die Jungen, die Alten nicht mehr kennen und nichts mehr damit zu tun haben, ist es bei Menschen total anders. Jedes Menschenkind bleibt für Jahre auf seine Eltern angewiesen, bis es erwachsen wird. Also Mensch ist ja bekanntlich ein Frühgeburt.
ist eine Frühgeburt, weil sonst der Schädel zu groß wäre wegen des vergrößerten Gehirns, wird zu früh geboren und ist dann auf die Hilfe und die Ernährung der Eltern angewiesen. Der Mensch hat als Grundausstattung nur saugen können und schreien können. Alles andere muss er lernen. Sogar mit den Fäkalien umzugehen muss er lernen. Tiere können das meistens von selbst. Der Mensch ist also auf andere Menschen angewiesen. Er ist auch angewiesen auf die anderen Menschen, die Eltern, weil im Leben der Eltern Wissen akkumuliert worden ist, das den Kindern weitergegeben wird. Also mit der menschlichen Existenz, weil wir keine Instinktivausstattung haben, müssen wir stattdessen, statt der Instinkte, lernen. Und das geschieht nur in einem Akkulturationsprozess und das geschieht eben wesentlich in der Kindheit. Redensartlich ist ja die gute Kinderstube. Mit dieser Erkenntnis, dass der einzelne Mensch auf einmal realisieren muss, was haben deine Eltern für dich getan, beginnt die Geburt des geistigen Opfers. Erkannt wurde, du hast dein Leben von anderen empfangen, lasse du nun auch selber andere an deiner Lebenssubstanz teilhaben. Du hast empfangen, gib weiter. Du hast Leben empfangen, du hast Erziehung, du hast Wissen empfangen, gib alles weiter. Der Generationenzusammenhang. Walter Burkhardt bringt dafür die Formel, neues Leben kommt nur von geopfertem Leben. Wenn Eltern für ihre Kinder nichts tun, die Vor- und Frühgeschichte des Geistigen, des vernünftigen Opfers. Ein Opfer vernünftig zu nennen, ist ja geradezu provokant heute. In Griechenland kritisierte erstmals der eigenwilligste aller Vorsokratiker. Die Vorsokratiker sind also die Philosophen, von denen wir nur so Bruchstücke haben, also vor Platon und Aristoteles. Die Texte der Vorsokratiker sind gesammelt, ediert. Und einer der eigenwilligsten Vorsokratiker, nämlich Heraklit von Ephesus, gestorben um 480 vor Christus, fängt an, die Blutopfer zu kritisieren. Er denunziert sie als Besudelung, Reinigung von Blutschuld suchen die Menschen, indem sie sich von neuem mit Blut besudeln. Ich habe es heute Nachmittag schon angedeutet. Wir alle haben im Ohr, zum Beispiel von der Offenbarung her, im Blute des Lammes gereinigt. Das benutzen wir metaphorisch, wenn wir es überhaupt verstehen. Dahinter steckt ursprünglich ein ganz realer Ritus, nämlich, ich habe Blut vergossen, ich habe einen Menschen getötet. Die Folge ist, ich muss die Lücke, die durch den Blutverlust im Lebenszusammenhang hergestellt worden ist, bewirkt worden ist, die Lücke muss ich wieder schließen, und zwar mit meinem eigenen Blut. Das ist in allen Kulturen der Anfang. Ein Mord muss mit dem eigenen Tod gesühnt werden. Man erfindet dann sehr bald Stellvertretungsweisen, nämlich man opfert Blut von Tieren. Also diese meine Hand ist zur Mörderhand geworden. Was tue ich, damit die göttliche Rache mich nicht vernichtet? Ich tauche meine Hand in Tierblut, halte die Hand hoch, die Rachegötter, die Rachegöttinnen kommen, wird beschrieben so. Lecken das Blut von meiner Hand, sind zufrieden und ich bin frei. Im Blute des Opfertieres reingewaschen. Den griechischen Philosophen zufolge erfordert das geistige Opfer unbedingt und ausnahmslos, dem Logos zu folgen. Logos heißt hier, was du als richtig mit deinem Verstand erkannt hast, dem folgst du. Auf Leben und Tod. Der Märtyrer
der Blutzeuge wird geboren. Das ist nicht eine christliche Erfindung. Der ideale Philosoph wird zum Zeugen der Wahrheit, der sich weigert, Konzessionen zu machen, die dazu führen könnten, die eigenen Überzeugungen zu verraten. Also ein Zitat aus einem Religionslexikon. Sokrates, bekanntlich gestorben 399 vor Christus, starb offenbar, wiederum aus einer neuen Sokrates-Biografie, starb offenbar in dem Bewusstsein, den juristischen Prozess verloren, aber den moralischen Zweikampf mit der Stadt Athen gewonnen zu haben. Und für diese innere Überzeugung, ich, Recht, der Logos, das Gewissen, in den Tod gehen. Platon, den man ja auch Platon Christianus genannt hat, Platon zufolge akzeptieren die Götter nur Huldigungen von solchen Menschen, die moralisch rein sind, moralisch. Von einem Befleckten aber Geschenke anzunehmen, ist weder für einen guten Menschen noch für einen Gott jemals das Richtige. Beim Vergleich des Gerechten und des Ungerechten sieht Platon mögliche Seitenverkehrungen vorkommen. Der Unrechte könne für gerecht und umgekehrt der Gerechte für ungerecht genommen werden. Und was geschieht dann? Dann muss der in Wirklichkeit Gerechte erdulden, dass er beispielsweise gefesselt wird, gegeißelt, gefoltert wird, an beiden Augen geblendet wird und zuletzt, nachdem er alles mögliche Übel erduldet, auch noch aufgeknöpft wird. Diese Stelle ist immer, meine Damen und Herren, in der Christentumsgeschichte auf Jesus Christus bezogen gewesen. Deswegen Platon Christianus. Platon hat schon den gerechten, leidenden Jesus Christus vorausgesehen. Es kulminierte also die philosophische Opferdeutung im geistigen Opfer, in der griechisch Thysia Logikē. Hochinteressant, ich habe von Seneca in letzter Zeit De Beneficiis gelesen, über die Wohltaten. Meine Damen und Herren, wenn Sie einen eindrucksvollen Text aus der Antike lesen wollen, Seneca De Beneficiis, mit einem, also mit einem Einfühlungsvermögen, wie das geht bei Schenken und Schenken, wie man schenkt, wie das dosiert werden muss, ob man blamiert oder wie man auf jemanden Rücksicht nimmt. Und wie. Da ist Paulus mit seinem hohen Lied der Liebe noch eigentlich zurückstehend. Seneca, nicht will Gott verehrt werden durch Opfer und Blutströme, sondern durch ein reines Herz, durch einen ehrenwerten Vorsatz. Nicht Tempel sind ihm mit Stein hoch aufzurichten, sondern jeder soll ihn in seinem Herzen heiligen. Schlechte Menschen entkommen nicht der Gottlosigkeit, auch wenn sie die Altäre von reichlichem Opferblut triefen lassen. Blutopfer weg, das geistige Opfer, dem inneren Logos, dem Gewissen folgen, selbst wenn es das eigene Leben kostet. Die griechische Philosophie erfindet den Zeugen der Wahrheit, der sein Leben opfert. Trotz dieser Kritik setzten sich die Blutkulte in der Antike weiter fort. Ich habe schon erwähnt, Kaiser Augustus stiftete in Rom für seinen Frieden die Ara Pacis mit jährlichem Stieropfer. Also weiterhin ein Blutopfer für die Salus Publica des Römischen Reiches. Nun, der zweite Strang in unserer sozusagen unmittelbaren Vergangenheit. Also Griechenland. Der zweite Strang ist Israel. Wenn Sie den größeren Kontext
dazu hören wollen, meine Damen und Herren, müssen Sie von Karl Jaspers lesen, Ursprung und Ziel der Geschichte. Karl Jaspers hat 1949 in Heidelberg Vorlesungen gehalten. Die sind damals als Fischer-Taschenbuch erschienen. Ich habe das Exemplar noch. Das ist für mich die große Erleuchtung einer Geschichtsbetrachtung geworden. Und da sagt Karl, bitte? Ursprung und Ziel der Geschichte. Und dann sagt Karl Jaspers, seltsamerweise sagt er, in den Großkulturen, China, Indien, Persien, vollzieht sich in der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends eine Verschiebung in der Religion vom materiellen zum geistigen, vom materiellen Opfer zum geistigen Opfer. Und innerhalb dieser großen Bewegung sind die beiden Kulturen Griechenland und Israel Mini-Kulturen. Ein paar hunderttausend Menschen. Was ist das gegenüber China und Indien gewesen? Für uns sind aber diese beiden Stränge, Griechenland und Israel, die entscheidenden, die uns das geistige Opfer erschlossen haben. Also in Israel, wir alle haben das im Ohr. An Schlacht- und Speiseopfern hast du, Gott, kein Gefallen. Brand- und Speiseopfer forderst du nicht. Doch das Gehör hast du mir eingepflanzt. Darum sage ich, ja, ich komme, deinen Willen zu erfüllen. Also was in Griechenland der Logos ist, die Einsicht mittels des Verstandes, ist in Israel das Ohr, das Gottes Wort hört. Wenn wir wollen, können wir nachher noch darüber diskutieren, was das für ein Unterschied ist mit dem Logos, zu dem der Verstand zugänglich ist, oder dem Hören des Wortes Gottes. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Das Wort Gottes ist nicht letztlich vom Verstand her zu verstehen. Obwohl interessant, Jesus erweitert das Hauptgebot im Alten Testament, du sollst Gott lieben aus ganzem Herzen, mit all deinen Kräften und den Nächsten wie dich selbst. Jesus, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit all deinem Verstand, mit deiner ganzen Dianeia. Und den Nächsten ebenso. Also der Heidelberger Exeget Theissen hat das die griechische Zutat Jesu zum Hauptgebot des Alten Testamentes genannt. Das ist nebenbei gesagt die Geburt der Theologie. Theologie ist nicht bloß eine Gemütssache, eine Herzenssache, sondern der Verstand gehört dazu. Aber jetzt, ich habe schon vorgegriffen, also Psalm 40, an Speise und Schlachtopfern hast du keinen Gefallen. Oder der Prophet Maleachi, den wir immer im Hochgebet zitiert, aber das kommt gar nicht zum Ausdruck, was da gemeint ist. Der anstelle der Speise und Tieropfer die reine Gabe fordert. Was dann im Christentum eben Grundstelle wird. Also wenn Sie im Hochgebet hören, die reine Gabe, dann ist eigentlich dieser Prophet Maleachi im Hintergrund, der die Blutopfer ablehnt und das geistige Opfer im Sinne des Hörens des Gotteswortes und der Sozialtat befolgen will. Und nun ein zweites, mit dem Opfer der Hörbereitschaft für das Gotteswort ist in Israel zusätzlich ein zweites verbunden, nämlich das Sozialopfer. Also Leute wie Jan Assmann, Sie haben sicher von ihm gehört, die sagen, das kommt schon aus dem Ägypten. Also wer ägyptische Totenbücher liest, um 1000, da steht drin, hast du die Witwe aufgenommen? Hast du der Witwe Rechtsschutz gegeben? Hast du die Waisen aufgenommen? Hast du die Hungernden gespeist? Hast du die Nackten bekleidet? Man denkt, man sei bei der Matthäischen Gerichtsrede im Neuen Testament. Das ist ägyptische Religionsvorstellung und die wandert von Ägypten nach Israel herüber. Und deswegen ist die israelitische Opferauffassung eine doppelte.
eine Vertikale zu Gott und eine Horizontale zu den Menschen. Meine Damen und Herren, Nebenbemerkung, die Antike hat kein Sozialsystem gekannt. Wer arm war, war arm. Das Sozialsystem, das wir heute haben, sind sich alle einig, ist im Grunde Folge dieses biblischen Doppelopfers für Gott und für die Menschen. Mit dem Opfer als Erhörbereitschaft ist das Gotteswort, für das Gotteswort in Israel, also das zweite verbunden, die Witwen und Waisen. Ein Wort des Jesaja, das Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke ist mir zuwider. Sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten, verschafft den Waisen Recht, rettet die Witwen. Diese doppelte Opferformel bringt der Prophet Hosea auf den Satz: Liebe will ich, Nächstenliebe, nicht Schlachtopfer. Gotteserkenntnis will ich, nicht Brandopfer. Jesus wiederholt im Matthäusevangelium dieses Hosea-Wort zweimal. Geht also ins Neue Testament, ins Christentum ein. Oder Jesus Sirach. Viele Opfer bringt da, wer das Gesetz befolgt, wer hört auf das Gotteswort. Heilsopfer spendet, wer die Gebote hält, das Hören des Gotteswortes. Speiseopfer bringt da, wer Liebe erweist. Dankopfer spendet, wer Almosen gibt. Also die vertikale und die horizontale Deutung des Opfers. Wie aber in der Antike, so sind auch in Israel die Blutopfer keineswegs abgeschafft worden. Beide Stränge, das geistige Opfer wie das materielle Opfer, nebeneinander. Ich habe es am Mittag schon angedeutet, also zur Zeit Jesu sind im Tempel von Jerusalem am Paschafest Tausende von Lämmern geschlachtet worden und verbrannt worden. Als Zwischenfazit ist zu registrieren, im geistigen Opfer opfert sich der Mensch selbst. Du folgst dem Logos, du folgst dem Wort Gottes, du folgst der Nächstenliebe, auch wenn es an dein eigenes Leben geht und wenn es deine Substanz auszehrt. Deshalb Selbstopfer. In der ganzen natürlich biblischen und antiken Welt war selbstverständlich, wer das geistige Opfer befolgt, wird ewig leben. Gar kein Zweifel. Wer sein Leben geistig hinopfert, gewinnt dafür ewiges Leben. Der Tugend folgt der Lohn. Jetzt Jesus und die Christen. Jesus schließt sich an die prophetische Opferkritik des Alten Testamentes an. Markus zufolge stellt er das erste und Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe allen Kultopfern weit voran. Gott mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben, wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brand- und anderen Opfer. Das geistige Opfer vorne an wird sozusagen der Schlüssel für das Erstgebot oder für das Hauptgebot der Bibel. Zweimal wiederholt das Matthäusevangelium das Hosea-Wort: Barmherzigkeit will ich nicht opfern. Jesus bezeichnet sich selbst als Selbstopfer. Nämlich seine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Also sein Ohr zu öffnen für den Willen des Vaters, selbst wenn ich dafür geopfert werde. Das Selbstopfer im Hören auf das Wort Gottes. Folglich ist Jesu Opfer, wie schon bei den Propheten, primär Hörbereitschaft für Gott. Zugleich erscheint die soziale Dimension, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen.
Im zweiten Band seines Jesusbuches gibt Josef Ratzinger folgende Deutung der Abendmahlsworte. Ich denke, lohnt sich sehr zuzuhören. Josef Ratzinger zum Brotwort. Dieses ist mein Leib, schreibt er. Damit, Ratzinger, ist die ganze leibhaftige Person gemeint. Zum Kelchwort schreibt Ratzinger, sein Blut, das ist die vollständige Gabe seiner selbst. Meine Damen und Herren, machen wir uns alle klar, mit welchen Ideen wir groß geworden sind, wie viel Zeug wir da mit uns herumgeschleppt haben, wie das dann mit der verwandelten Hostie ist. Leib und Blut sind das Selbst Jesu Christi, das er hingibt. Im Gehorsam gegen Gott, in der Sozialtätigkeit gegenüber den Menschen. Die eigene Person ist gemeint. Deshalb ist das Trennen von Leib und Blut ist schon eigentlich falsch. Neben der biblisch-alttestamentlichen orientierten Opferdeutung erscheint im Neuen Testament, nämlich bei Paulus, auch die griechische Deutung. Im Griechischen die Thysia Logikē, Logikē, Logos. Im Römerbrief mahnt Paulus euch, leibhaftig darzubringen als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer Gottesdienst im Geist, so heißt die Einheitsübersetzung. Eure Logikē Latreia im Griechischen. Latreia ist die Verehrung, logisch ist das Vernünftige. Für Heinrich Schlier ist diese Logikē Latreia das Opfer meiner selbst, meines leiblichen Ichs in seiner gesamten Leibhaftigkeit, in seiner gesamten Menschlichkeit. Ja, eine leibhaftige Selbsthingabe, die als Darbringung meines ganzen Lebens zu gelten hat. Das ist es. Für den Logos, griechisch, für das Wort Gottes und für die Sozialtätigkeit. Das ist das Opfer. Nicht mehr das Blut von Böcken und Stieren, die Arapazis, also in Trier, in Köln, in Xanten, also in Wien hier natürlich auch, ein riesiges Podest. Nein, der innere Entscheid, und die innere Lückenlosigkeit, dem Logos und dem Wort Gottes zu folgen, selbst wenn es an die eigene Lebenssubstanz geht. Altchristliche Liturgietexte heben stolz und entschieden das unblutige und geistige Opfer hervor. Ambrosius, Bischof in Mailand, stirbt kurz vor 400, zitiert als erster Teile des heutigen römischen Hochgebetes. Nicht ganz genau, aber es sind Teile davon. Und wie heißt es da? Daher begehen wir das Gedächtnis seines glorreichen Leidens, seiner Auferstehung von den Toten und seiner Himmelfahrt und bringen dir, Gott, diese geistige Opfergabe, rationabilem hostiam, diese unblutige Opfergabe, incruentam hostiam da. Die alte Kirche hat ganz entschieden darauf Wert gelegt, wir sind von anderer Art in unseren Opfern, wir kennen nur das unblutige Opfer, nicht mehr das blutige Opfer. Ich mache eine Zwischenbemerkung mit Konstantin. Kommt Religionsfreiheit in die Antike? Also Konstantin hat das Problem, inwiefern muss man die christliche Religion berücksichtigen, so gelöst, wie es heute in der Bundesrepublik jedenfalls ja auch diskutiert wird, und ich glaube in Österreich auch, müssen wir nicht den islamischen Religionsgemeinschaften jene Vorzüge einräumen, die die christlichen Konfessionen auch haben. Das hat Konstantin gegenüber den Christen gemacht. Der heidnische Kult wurde weiter finanziell unterstützt, aber die Christen kriegen auch Geld. Also insofern ist unter Konstantin eigentlich Religionsfreiheit da gewesen. Wir sehen das ja immer anders. Es gibt einzelne Fälle, wo es in Griechenland, aber zunächst einmal ist Religionsfreiheit. Und dann kommt ein entscheidender Schritt. Im Alten Testament werden die Blutopfer auch Greuel vor dem Herrn genannt. Greuel, das ist
nicht einfach bloß ein altertümlicher Ausdruck, ist Gottes Frevel. Gottes Frevel ist eine Reizung Gottes, des Zornes Gottes, dass Gott vernichtend eingreift und den Gottesfrevler tötet. Wer also, so gibt es im Alten Testament, stellen wir Blutopfer darbringen, diesen Gottesfrevler, also die religionskritische Version. Und daraufhin fangen die Christen an, Blutopfer bei den Heiden zu verbieten. Und das wird auch der Grund dafür, dass das natürlich Gewalttätigkeit wird da eröffnet, die Tempel und die Altäre, wo Blutopfer dargebracht werden, zu zerstören. Ich habe selber gerade, musste ich was über Mission schreiben, es ist ja hochinteressant, die Christen zerstören, weil da Blutopfer dargebracht werden. Das ist eine Quelle von Gewalt. Ich gehe darauf nicht weiter ein, können wir aber nachher, wenn Sie wollen, eindeutig, können wir noch weiter diskutieren. Ich fasse zusammen mit Josef Ratzinger. Die Thysia Logikae bezeichnet er als Wesensgestalt der christlichen Liturgie. Also Thysia Logikae, wie ich gesagt habe, Fleisch und Blut Jesu Christi, das ist, er gibt sich selber hin. Und wenn wir Fleisch und Blut Jesu Christi, seine Existenz in uns aufnehmen, werden wir Menschen der Hingabe. Wir können das nicht mehr für uns selber behalten. Wir werden Opfer, wir opfern uns selbst. Ratzinger wörtlich, in diesem Begriff, im geistigen Opfer, fließen die geistige Bewegung des Alten Testamentes wie die Prozesse der inneren Reinigung in der Religionsgeschichte, Antike, Achsenzeit, China, Indien, Persien, menschliches Suchen und göttliche Antwort zusammen. Der Logos der Schöpfung, der Logos im Menschen und der wahre Mensch gewordene ewige Logos, der Sohn, treffen aufeinander. Indem ich also dem Logos, der Thysia Logikae, dem geistigen Opfer folge, darin mein Leben einordne, darin mein Leben hingebe, man macht das ja gar nicht laut sagen, bin ich mit Jesus Christus identisch. Und das feiern wir in der Eucharistie. Das feiern wir, das Eingehen in das Opfer Jesu Christi. Das Ende der Blutopfer nennt der Heidelberger Exeget Gerd Theissen, also ich mache eine Bemerkung zu Gerd Theissen. Gerd Theissen, ich lese den sehr gerne. Gerd Theissen ist einer der ersten, der Sozialgeschichte und Religionsgeschichte in die Exegese eingeführt hat. Mit wirklich erhellenden Aussichten. Und Gerd Theissen sagt also, das Ende der Blutopfer, da stimmt der Guy Strumser vollkommen zu, obwohl er das schon vor Guy Strumser geschrieben hat, ist ein gewaltiger Bruch in der Religionsgeschichte. Ein gewaltiger Bruch in der Religionsgeschichte. Meine Damen und Herren, dass heute in unserer Welt keine Blutopfer mehr dargebracht werden, ist Folge dieser christlichen Beendigung der Blutopfer. Wenn Sie allerdings Zeitung lesen, dann erscheinen da so mit Abständen Berichte, in Afrika bei einzelnen Stämmen werden auch wieder Kinder geopfert. Das Menschenopfer, ja, als Ursubstrat. Aber wenn es das heute nicht mehr gibt, keine Tieropfer mehr, es gibt immer noch, also ob in allen Savannen, ist ja dahingestellt, aber dass es heute im öffentlichen Leben kein Tieropfer mehr gibt, ist Folge der christlichen Abschaffung des Blutopfers. In der Antike, der aufgeklärten Antike, bei Augustus. Blut und Geist, nebeneinander. Ähnlich Guy Strumser, er sieht in dem Ende der Blutopfer, hören Sie genau zu, einen Grundstein der europäischen Kultur. Und möchte darum die von Karl Jaspers postulierte Achsenzeit von der Mitte des vorchristlichen Jahrtausends in die Spätantike verlegen. Erst in der Spätantike, mit der Zerstörung des jüdischen Tempels und mit der christlichen Kritik am Blutopfer, da setzt sich die Achsenzeit erst richtig durch. Also ich würde dabei bleiben, dass der entscheidende Schritt in der Mitte des ersten vorchristlichen Jahrtausends geschehen ist und dass natürlich die endgültige Durchsetzung also dann in der Spätantike erfolgt. In der Tat gilt,
Wenn die blutigen Opfer, wie sie allgemein in der Menschheitsgeschichte und ebenso in der Antike üblich waren, heute verschwunden sind, ist das nicht zuletzt christlicher wie auch jüdischer Hinwendung zum geistigen Opfer zu verdanken. Auf keinem Marktplatz, vor keinem Regierungsgebäude, in keinem Religionsheiligtum werden heute noch, wie ehemals in der Antike und in Israel, Großopfer, Tieropfer dargebracht. Also ich stamme aus Xanten, einem Römerort. Ein riesiges Podest jetzt ausgegraben, Stiere geopfert. Aber, und darauf lege ich besonderen Wert, das geistige Opfer ist nicht nur eine Revolution in der Geschichte der Religion, das geistige Opfer ist Grundlage der modernen Welt geworden. Und deshalb bin ich so ein Apologet des Opfers. Zu erinnern ist an Max Weber. Also Max Weber nennt man ja heute ein Weltgenie. Also bald, als der Ostblock zusammenbrach, anstelle von Marx, stapelweise Max Weber. Also in China, ich habe mir erzählen lassen, in China, in den Buchläden, bergeweise Max Weber. Max Weber 1921 gestorben. Max Weber war ein Antimarxist. Max Weber war nicht gerade, also Kirchgänger schon gar nicht. Aber Max Weber sagt, nicht die sozioökonomischen Verhältnisse haben die Welt verwandelt, sondern die religiösen Einstellungen. Die sind entscheidend geworden für die Schritte, die die Menschheitsgeschichte zu vollziehen gemacht hat, in Richtung auf das, was wir als richtig empfinden. Und Max Weber nennt das innerweltliche Askese. Man muss jetzt Folgendes erklären. Im Mittelalter ist Berufung. Berufung zum Priestertum und zum Klosterleben. Aber Luther, vollkommen zu Recht, gräbt aus, im Neuen Testament ist Berufung, Klesis, offen. Alle sind berufen. Jeder hat ein Charisma. Nicht jeder zum Amt, aber jeder hat ein Charisma. Die Berufung ergeht mit der Taufe an jeden Mann, an jede Frau. Das ist das Erste. Heute sagen die Religionssoziologen, diese Umwertung der Berufung in der Reformation ist ein Grundstein der europäischen Geschichte geworden. Ich werde gleich erklären, warum. Mit der Reformation wurden die geistlichen Räte, also ehelos leben, in Armut leben, im Grunde abgewertet. Ich habe also zum Beispiel vor einiger Zeit einen Vortrag von dem evangelischen Kirchenhistoriker in Göttingen gehört, der sagte, das muss man sehen, was im Neuen Testament die geistigen Räte sind, und die sind im Neuen Testament da, das findet in der Reformation kein Echo mehr. Die Berufung ist Berufsarbeit. Du bist zur Macht berufen, du bist zum Herrscher berufen, du bist zum Schreiner berufen, du bist zum Beamten berufen. Und insbesondere im Calvinismus setzt jetzt eine Bewegung ein, diese Berufung zum Beruf als göttliches Tun aufzufassen. Max Weber hat das ausdrücklich beschrieben. Du kannst problemlos reich werden, aber du darfst niemals Reichtum für dich benutzen. Du darfst auch Reichtum niemals zur Schau stellen. Wenn du reich geworden bist, musst du stiften. Ich habe zweimal ein Jahr in Nordamerika verbracht, die ganzen Universitäten gestiftet. Also Harvard, mit Abstand die reichste Universität der Welt, alles Stiftung. Du musst stiften. Niemals selber genießen. Ein zweites. Du musst jede Minute arbeiten. Eine Minute vergeuden in Faulheit. Das kann darauf hindeuten, dass du nicht zu den Berufen gehörst.
Und dann kommen richtig kapitalistische Rechnungen und Bedenke. Derjenige, von dem du Geld geliehen hast, der will jeden Morgen um 6 Uhr deinen Schmiedehammer hören. Der will hören, dass du arbeitest. Eine Minute in Faulheit zu vertun, ist ungefähr schwerste Sünde. Das Ergebnis ist, ich kann noch weitere Beispiele anfügen, natürlich die Ehe. Undenkbar irgendwie ein Seitensturz, ein Seitensprung. Also es gibt so holländische Romane, so, die den Calvinismus beschreiben. Also einer beschreibt da, selber Pastorensohn, calvinischer Pastorensohn, der schreibt, mein Vater mütterlicherseits war Segeltuchmacher. Dieses dicke Segeltuch, mit der Hand genäht, dann der Faden mit Pech bestrichen, also ganz schwierig durchzuziehen. Segel wird aufgezogen, er geht zum Hafen, Segel hat eine Delle. Runter damit! Die Naht wird um 1 Zentimeter versetzt, das Segel hat keine Delle. Die absolute Zuverlässigkeit im Berufsleben. Ich bin in Nordamerika in einer Pietistensiedlung gewesen. Die bestehen heute, glaube ich, noch irgendwo als Eisenbahner, Aktiengesellschaft oder sowas. Die machten perfekte Reitzettel, wurden steinreich dabei, handelten aber nicht. Ich habe so und so lange daran gearbeitet. Die Qualität ist das. Wenn du kaufen willst, kannst du kaufen. Wenn du nicht kaufen willst, dann lässt es sein. Also kein Markt. Also nicht wie in südlichen Ländern, also Teppich kostet 100 Euro, du kriegst ihn zum Schluss für 25. Absolute Zuverlässigkeit, fester Preis, solide Arbeit. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Der zuverlässige Staatsbeamte. Meine Damen und Herren, wir sehen ja das Verhältnis Staat-Kirche immer unter folgender Perspektive. Die Kirche, die Päpste wollten mehr Macht haben und die weltlichen Könige und Kaiser, die wollten dem Papst die Macht wegnehmen. Wenn ich das leise sagen darf, ich habe ja unendlich viele Prüfungen abnehmen müssen, so die Kandidatinnen und Kandidaten, die so nicht so voll vorbereitet waren, für die war immer die Lösung, der Papst wollte mehr Macht haben. Der moderne Staat ist dadurch entstanden, dass die Konfessionen den absolut zuverlässigen und bestechungsfreien Beamten hervorgebracht haben. Einmal eine falsche Abrechnung vorlegen oder sich bereichern oder sich bestechen lassen, kann das Zeichen für die Verwerfung sein. Das hat den modernen Staat überhaupt erst zum Funktionieren gebracht. Ich scheue mich nicht, Beispiele anzufügen, die durch die Presse gingen. Also in China ist er einer dieser führenden Kommunisten durch Korruption zu einer Milliarde gekommen. Ein Kommunist durch Korruption zu einer Milliarde. Manche Leute nennen die Korruption die größte Gefahr für die Welt nach der Atombombe. Ich habe einen Schüler, der ist Korrespondent für verschiedene Zeitungen in Kairo. Er wird immer skeptischer, ob die das mit dem Rechtsstaat und dem zuverlässigen Beamten mit der unabhängigen Justiz packen werden. Also das, die innerweltliche Askese. Sparsamkeit um jeden Cent, übrigens es gibt natürlich auch französische Historiker, der Kontrahent von Max Weber, die elementaren Formen, da mir fällt der Name nicht ein. Da hat man einen Aufsatz geschrieben, der sagte, Wissenschaft ist gar nicht zu treiben ohne das geistige Opfer. Das geistige Opfer, du bist absolut gezwungen oder verpflichtet, dem wissenschaftlichen Erkannten zu folgen, das zu erheben, das darzustellen und keinen Millimeter, Sie lesen immer wieder in den Zeitungen, dass wissenschaftliche Ergebnisse gefälscht worden sind. Ah ja, Emil Dürkheim war das.
Auch Wissenschaftsbetrieb ist ohne persönliche Opfer gar nicht möglich. Richtig besehen lebt der moderne Staat, die moderne Wirtschaft, die moderne Wissenschaft, gerade auch das moderne Sozialwesen vom geistigen Opfer. Mir ist deswegen an dem geistigen Opfer so sehr gelegen, weil das nicht eine so was Innerkirchliches ist mit Weihrauch und so Mysteriöses mit Hostien und Tabernakel. Das ist eine Grundform unserer Welt. Wenn wir dieser Grundform folgen, denken, können wir einigermaßen auf Recht und Gerechtigkeit hoffen. Und sonst herrscht der Teufel. Aber absolut. Absolut. Nun müssen wir allerdings auch zur Kenntnis nehmen, dass das geistige Opfer mit seiner Bereitschaft zum Tod aufs Allerschrecklichste missbraucht werden kann und missbraucht worden ist. Stalin und Hitler oder Hitler und Stalin und Mao hätten ohne Leute, die sich total für ihr Programm eingesetzt haben, bis zur Hingabe des Lebens, niemals diese Brutalitäten vollziehen können, die sie vollzogen haben. Das müssen wir uns auch präsent haben. Christentum hat nie das Selbstmartyrium verherrlicht. Also schon bei den Propheten, bei dem Philosophen Justin, der 150 als Märtyrer stirbt, steht drin, du darfst das Martyrium nicht suchen. Es gibt sogar ein Fluchtgebot im Neuen Testament. Wenn du verkündigst und du nicht gehört wirst, schüttle den Staub von deinen Füßen und geh in eine andere Stadt. Aber suche nicht das Martyrium. Der erste Bischof von Münster, der hat ja beim letzten großen Sachsenaufstand Karls des Großen die Flucht ergriffen. Er hat er genau beschrieben. Fährt an den ostfriesischen Inseln entlang, geht 3 Jahre nach Rom, gibt aber deswegen nicht auf. Er kehrt an die schwierigste Missionssituation zurück, nämlich ins Münsterland. Aber er sucht nicht das Martyrium. Insofern bleibt das geistige Opfer dominant. Also wenn ich noch ein persönliches Beispiel einflechten darf. Also ich komme da irgendwo von der holländischen Grenze. Und das war schon 1945. 3 Tage wurde um einen Bauernhof gekämpft. Die deutschen Soldaten kamen zu meinem Vater mit der MP um die Nase herum, Bauer, warum lässt du dich hier vom Feind überrollen? Zum Schluss lagen sie alle tot da. Für Führer, Volk und Vaterland. Die andere Seite des geistigen Opfers. Die andere Seite auch des religiösen Martyriums, meine Damen und Herren. Jetzt muss man das Ganze nochmal wieder umdrehen. Kann der moderne Staat ohne das geistige Opfer leben? Kann er nicht. Die Opfer sind missbraucht worden als Sterben auf dem Altar des Vaterlandes. Aber dennoch, ich muss gucken, Bernhard Schlink, vielleicht kennen Sie den als den Verfasser dieser Erzählung, der Vorleser, ist auch verfilmt worden, also eine Frau im KZ und so weiter und so fort, der also sozusagen den Missbrauch des geistigen Opfers kennt, der sagt, der ist eigentlich Jurist, der ist gar nicht Schriftsteller, der hat an der Humboldt-Universität in Berlin einen juristischen Lehrstuhl, ich glaube, er ist jetzt emeritiert, der sagt, ohne das geistige Opfer kann ein Staat nicht bestehen. Ein Staat muss gelegentlich verlangen, dass Leute ihr Leben einsetzen, um den Staat am Funktionieren zu halten. Zum Beispiel kann ein Richter einen Mafia-Prozess ablehnen. Kann ein Staatsanwalt die Anklage in einem Mafia-Prozess anlegen. Er muss ja damit rechnen, erschossen zu werden. Also ich war vor ein paar Jahren in Palermo, da stehen 2 Denkmäler, eins für einen erschossenen Richter und eins für einen erschossenen Staatsanwalt. Kann er das? Zöllner und Polizisten haben nach wie vor ein erhöhtes Berufsrisiko auf Leben und Tod. Also eine Gesellschaft,
ist ohne die Bereitschaft zum geistigen Opfer nicht möglich, eine humane Gesellschaft. Also das zu bepredigen oder das sozusagen plausibel zu machen, daran ist mir sehr gelegen. Ich bin mir jetzt bewusst, dass ich einen Punkt, da können wir aber gerne drüber diskutieren, jetzt erörtern kann, was ist es denn mit der Sühne im Neuen Testament? Aber das zunächst mal. Mir geht es zunächst mal darum, das geistige Opfer hervorzuheben. Also mich hat das ja immer gefuchst, so Opfer besteht darin, Ringlereien um den Tisch des Altares und so das heilige Brot. Nein, nein, es geht um Lebenshingabe. Es geht um eine Lebenshingabe, damit andere Menschen leben. Und nur wenn ich selber einzahle, geht das Leben weiter. Wo Leben gezeugt und gefordert wird, bedarf es des Lebenseinsatzes. Bedarf es des geistigen Opfers. Griechisch Einsatz für den Logos, biblisch Einsatz für das Gotteswort und die Nächstenliebe. Wir alle haben geopfertes Leben in höchstem Maße in uns. Und darüber lohnt sich sehr nachzudenken. Ich habe ja nicht alles selber gezeigt. Angerichtet, das gehört, das Buch gelesen, den als Vorbild, der mich ermutigt, wie sie das gemacht hat. Andere haben für uns das Leben geopfert, damit wir zum Leben kommen konnten. Und so sollen auch wir uns, und so sollen auch wir hingehen und selber unser angemessenes Selbstopfer darbringen. Dankeschön.